Ja, du. Willkommen zurück zu einer wundervollen, neuen, verspukten Folge von Goodbye, Deponia. So, wir haben jetzt das Gespenst abgelenkt und wir können jetzt hier raus erstmal. Bei diesem Rohr handelt es sich offenbar um ein Auslaufmodell. Ja, Matthias Wortwitze hier wieder. Jetzt habe ich nicht nur Stimmen im Kopf, sondern auch noch Messenger-Geräusche hier. Anscheinend Krankenkrieger, mach dir mal einen Kopf. In das dunkle Zimmer, hier kommen wir gar nicht rein, zum Zimmer des Sehers. Ja. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Huga, huga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah, so nah. Huga, huga, schalali. Huga, huga, schalala. Ich habe nicht nur Fragen. Er hat seine Kutte hier liegen lassen. Bestimmt möchte er, dass der Zimmerservice sie zur Wäscherei bringt. Stimmt. Okay, er hat also wirklich das Lied gesungen. Naja, gut, dann... Mr. Toffee, bescheuerter Name für eine Tarantel. Ich hoffe, er hat nichts mit Camouflage zu tun. So ist kein Rankommen. Ja, aber wie dann? Also, ich krieg ja die Tür nicht auf. Drückst die Tür nicht zu. Aber ich krieg sie erst gar nicht auf. Mr. Toffee, bescheuerter Name für eine Tarantel. Ich hoffe, er hat nichts mit Camouflage zu tun. Na, Mr. Toffee, so ein kleines Spielchen bereit? Holla, ganz schön angriffslustig. Gut, dass er in diesem Glas eingesperrt ist. Die Löcher waren ja hoffentlich schon vorher drin. Hey, so einen Korken könnte ich gut gebrauchen. Und du bleibst schön brav da drin, Mr. Toffee, okay? Mr. Toffee? Wo ist er denn? Das war jetzt irgendwie klar. Das auch nicht. Das können wir nicht. Ich wusste es doch. Zahnpasta. Genau. Also hier können wir ja jetzt vielleicht. Kriegen wir da Wasser raus? Der Durchmesser ist identisch. Nein, wir kriegen kein Wasser raus. Okay, dann können wir es nur zukorken. Mensch, der Pelikan, der sieht ja... Oh Gott, der arme Pelikan. Du willst mir jetzt nicht... Oh Gott, der arme Pelikan. Nanu, was ist denn da los? Eine Jungfrau in Nöten? Eine Jungfrau in Nöten? Shampoo von Bosos Mama könnte man ein Vermögen verdienen. Ich behalte das mal im Hinterkopf, falls meine Karriere als Weltenretter scheitern sollte. Ja, genau. Sprich doch mal. Kann ich noch mal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Korrekt. Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es anders gesehen. Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du?
Nein, irgendetwas stimmt da noch nicht. Vielleicht sollte ich mir doch nochmal die Augenbrauen zupfen. Ach, dir ist ja nicht mehr zu helfen. Keinem von uns. Gute Idee. Aber so würde er es bemerken. Aber so. Und das bringt uns zu Phase 3 meines genialen Plans. Ich nenne es poetische Ungerechtigkeit. Was? Diese Kapuze hat uns bereits viel Freude bereitet, aber ihr Potenzial ist noch nicht erschöpft. Den Kopf zu und das bringt uns. Ich nenne es poetische Ungerechtigkeit. Dieser Kopfkissenbezug ist von hervorragender Qualität. So viele Kopfläuse können nicht irren. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Gut, das heißt, wir haben jetzt Kopfläuse. Kann ich nochmal stören? Oh, ja, da. Was durch die Welt geht. Ich mein. Igitt, was ist das denn? Meine Kopfhaut juckt. Ich habe Läuse. Gut, dass ich dieses neue Wundershampoo habe. Und jetzt raus mit dir. Ich muss duschen. Okay, so können wir ihn jetzt immer wieder dazu bringen. Die müssen wir nicht, alles klar. Der Zerstörer ist nah. Huga, huga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah, so nah. Huga, huga, schalali. Huga, huga, schalala. Gut. Jetzt haben wir die Kutte. Es ist Traum. So. Seht ihr hier noch ein Schnabeltierei? Ich sehe keins, wenn ich jetzt hier so rumgucke. Gut. Da auch nicht, da auch nicht. Nee. Gut, dann können wir ja jetzt, Ich sollte endlich damit aufhören, mich ständig an die Spitze zwielichtiger Untergrundorganisationen zu schummeln. Das war schon mein guter Vorsatz zum neuen Jahr, als ich 12 war. Schade. So, dann gehen wir mal hier raus. Hom, Kumbaya, unser Anführer ist da. Petra, trulala. Genau, hier bin ich nun. Möge die Party losgehen. Trägt er die Reliquien mit den 6 Insignien? Die was? Ach, die Reliquien. Wartet mal, da muss ich selbst mal gucken. Was waren das noch gleich für Reliquien? Die heiligen Reliquien mit den 6 Insignien. Ja, das Coolste am ganzen Ritual sind die Reliquien mit den 6 Insignien. Solange sie keinen Knick kriegen. Falls so ein Relikt mal einen Knick kriegt, ist das ein Delikt, das... Komm ich jetzt doch kein Repart, oder wie? Ihr wollt also Reliquien. Bitte sehr, wenn's weiter nichts ist. Krieg jetzt doch keine Report. Das ist so doof. Das ist einfach so doof. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Hm.
weiß nicht, gehört Frosos Anzug mit dazu? Was hat er da? Was hat er da? Ich dachte, eine der Reliquien vielleicht? Ja? Nein? Kumba, nein! Verdammt, dieses Mal war ich mir so sicher. So, tja, eine Frage, ne? Ich dachte, ja? Verdammt, dieses Mal war... Gut, also 6 Insignien, ich weiß nicht. Ja. Ich dachte, ja? Verdammt, dieses Mal war ich mir... Gut. Ganz schön groß. Dafür, dass es im ganzen Hotel kein einziges Stück saubere Wäsche gibt. So, ganz also... schön groß. Worauf warten wir noch gleich? Na, auf die heiligen Reliquien mit den 6 Insignien. Ah ja, weiß ich doch. Gut, wir haben also noch nicht alles, ja? Ich verstehe. Für die aktuelle Phase meines Plans brauche ich keinen Kaffee. Und praktischerweise gibt es hier keinen Kaffee. Zeit für die nächste Phase. Gut, okay. Für die aktuelle Zeit für die... Also irgendwie muss ich hier natürlich noch die Motor... Die hält wohl das Schlüsselbrett vorne an der Rezeption. Oder die Uhr. Oder beides. Was hat einen Bart und öffnet jedem die Tür? Eine Mutter. Oh nee. Sag mir nicht, ich hab hier ganz schön was... Was findet man in keinem Drogeriemarkt der Welt? Eine Mutter. Dieses verschwendete Potenzial von mir. Ich muss das alles nochmal spielen. Was bekommt auch die heftigsten Problemflecken aus meinen Klamotten? Ei, Blut, Kakao. Eine Mutter. Welche Lebensform hat Haare auf den Beinen und frisst ihren eigenen Ehegatten? Eine Mutter. Was hat auf dem Beifahrersitz gestört und liegt deshalb jetzt im Kofferraum? Eine Mutter. Wie nennt man Fleisch im Teigmantel? Eine Mutter. Was bekommt auch die eine Mutter? So ein Shit. Jetzt habe ich die ganzen Mutterwitze verpasst. Das ist traurig. Das ist alles sehr, sehr traurig. Gut. Wenn ich sie einfach so mitnehme, wird ob was hier fehlt, ist ein Plan. Voller Pfeile und Schleudern und Fallstricke und unvorhersehbarer Wendungen. Oder wenigstens ein paar cooler Spezialeffekte in 3D. Lieber nicht. Es ist gerade so spannend. Lieber nicht. Es ist gerade... Weiß nicht, ob das jetzt Sinn gemacht hat, die nochmal... Lieber nicht. Es ist gerade... Gucken einfach noch mal in die Kloschüssel. Vielleicht haben wir jetzt einen Klostein oder sowas. Was soll ich machen? In die Kloschüssel gucken? Also, irgendwo ist aber auch... Augenblick mal. Da liegt ja wirklich was in der Kloschüssel. Das ist ein Klostein. Also, wer wirft denn sowas... Cooles in eine Kloschüssel. Ach, verstehe ich auch nicht.
Was ist blau und hängt in der Kloschüssel? Eine Mutter. Stimmt ja. Hier fehlen noch ein paar künstliche Farbstoffe. Das Auge isst ja mit. Natürlich, klar. Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Dieser Hotelfraß ist gar nicht mal so lecker. Im Gegenteil, mir ist auf einmal so... Ja, wie ist mir denn? Krank? Ich glaube, ich habe Fieber. Meine Fumme blau. Wie Doc am Grill Donnerstag. Kein Widerspruch von mir. Oh nein, das sind die Schüttelpocken. Und kalt ist mir auch. Hast du ja gesagt. Du hattest wohl recht. Ich sollte mir schleunigst etwas anziehen. Kannst du mir vielleicht meine Sachen holen? Das tut man nicht alles für seine Freunde. Also echt mal hier. Mann. Ah, hier, Boso, komm. Hier, ich hab deinen Anzug aus der Reinigung geholt. Zieh dich jetzt bitte wieder an. Du hast wohl recht. Danke, Rufus. Du bist eben doch ein guter Freund. Ja, jetzt doch. Siehst du es endlich hier mal. Hier hast du mein Handtuch. Okay. Ich habe ihn vor einer Schüttelpockeninfektion bewahrt. Freunde tun sowas füreinander. Mhm. Hey, Boso. Cletus steigt hier rum. Er hat das Zimmer nebenan bezogen. Wahrscheinlich sucht er Goal. Oh je. Hat er dich schon gesehen? Mich gesehen? Ach, ihr sprecht hier mit dem Meister der Tarnung. Der menschlichen Tarnkappe. Leise treti, leise treto. Dem heftigen Leisetritt in die Kronjuwelen des Unrechts. Hey, ist da drüben bald mal Ruhe? Na, ihr wisst schon. Du, Rufus, vielleicht ist es doch besser, wenn du vorerst auf dem Zimmer bleibst. Unsinn! Ihr wollt ein Plasmadidasmadidings und ich werde euch ein Plasmadidasmadidings besorgen. Aber... Psst! Ihr wollt doch nicht, dass Cletus euch hört, oder? Sorry, ich muss hier weg. Das bekommt auch die heftigsten Probleme. Oh, echt jetzt? Oh, wieder dasselbe. Ich habe jetzt gedacht, irgendwas mit einem Nilpferd und was weiß ich, was irgendwie gerade aus dem Tümpel kommt und sich abtrocknen will und dann so deine Mutter. Schade. Hatte schon etwas. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Fuga, fuga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah, so nah. Huga, huga, schalali. Huga, huga, schalala. Gut. Das Handtuch ist steinhart. Zum Glück wächst weiches Moos drauf. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Gut. Alles klar, ich dachte, das müssen wir jetzt ihm vielleicht noch in die Hand drücken und sagen so, hier, kannst du dich mal, ne, abtrocknen, aber nur. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Waka, waka, waka. Verstehe. Und dann schiebt's das hier so durch die einzelnen Stationen durch und dann kriegen wir hier wahrscheinlich am Ende irgendwann Cletus Klamotten raus, weil das nächste, was reinkommt, ist dann hier, dann kommt das Handtuch hier hin, das Kopfkissen kommt dann hier hin eventuell, dann nochmal eins rein und dann wird das hier so durchgeschoben oder sowas. Der Herrenchor ist einfach richtig übel, krass geil. Worauf warten wir noch gleich? Na, auf mit den 6 Insignien!
So, okay. Hm? Ah ja, okay, jetzt ist er doch weg. Lieber nicht. Es ist gerade so spannend. Mhm. Wir könnten jetzt natürlich mal bei Cletus vorbeigucken, aber das wäre ja furchtbar, wenn wir ihn jetzt eigentlich treffen, oder? Okay, der lässt sich durch nichts mehr aus der Ruhe bringen. Und hat jetzt aber auch nichts mehr abgelegt. Okay. Wir sollen jetzt wirklich zu Cletus gehen? Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Zimmer 5. Echt jetzt? Ja, wie kann ich... Ich würde... Was soll die Blöde? Steht doch so... Sie haben... Sie können Wund aus Abfällen. Oh, die Qua... Ich glaube, ich... Gute Wahl. Hallo? Matze, wie laut... Zimmer 1. Wie kann ich ihn... Ich würde... Ich wähle den Lapskaus aus Fischabfällen. Na gut, ist ja Ihr Leben. Das Essen wird um Punkt 12 Uhr serviert. Seien Sie bitte pünktlich. Im Restaurant wimmelt es von Kakerlaken. Und der Lapskaus liebt es, die Viecher quer durch den Raum zu jagen. Ja, schon gut. Geben Sie mir bitte rechtzeitig Bescheid. Na gut. Wer bin ich denn, einem so mutigen Mann seinen letzten Wunsch zu verwehren? Denken Sie dran. Zimmer 1. Cletus. 12 Uhr. Cletus. Lapskaus, Schaufel, Müllsack. Ist notiert. Ich rufe Sie dann an. 12 Uhr. Alles klar. Haben Sie vielen Dank. Schön, okay, gut. Jetzt brauchen wir aber eigentlich diesen Drittelschrauber. Nichts da, Rufus. Ich brauche den. Und ich brauche ihn. Ich sagte. Ist ja schon gut. Du Dog. Wie kommt das? Es käme schneller voran, wenn. Ein Plasma-Austausch-Fluppe, die. Was würdet ihr. Ein Fluppidi-Plasma. Ich hab doch nur Spaß gemacht. Ich soll natürlich ein Plasma-Austausch-Fluppidi-Wupp-Mammutfellrelais besorgen. Eine so wichtige Aufgabe würde ich doch nie vergessen. Hm. Ich muss los. Ihr habt mich schon viel zu lange von meiner. Je weiter du vom Zimmer entf. Ja, ja, ja. Na dann. Wir könnten ja nochmal beim Gespenst vorbei. Oh. Ah, ich beginne zu verstehen. Es ist ein Spannbettlaken. Och, Rufus, deine Mutter. Echt. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Huga, huga, schalali. Die Anbuga. So. Ja, gut. Was? Dann würde ich sagen, packen wir das jetzt mal rein. Was? Ich dachte, es wäre ein Geist. Aber natürlich, Matthias, siehst du doch, das ist ein Geist. Es ist ein Spannbettlaken. Außerdem ist da ein Pflegehinweis-Etikett. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Mhm. Macht ja auch was. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Ah, ich dachte, jetzt kommt noch mal einer. Noch ein Rap. Ja, und nu? Es laufen immer noch nicht alle Stationen. Möge die Waschung beginnen. Was? Hey! Ich muss es irgendwie schaffen, gleichzeitig mit Cletus Kostüm aus der Maschine zu kommen. Nach Möglichkeit, bevor ich anfange einzulaufen. Wähle die Reliquie. Ihr wisst es doch ganz genau, oder? Das machen wir in der nächsten Folge. Ganz genau so ist es.
Und bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und Cheerio.